Welcome. Bienvenuti. Bienvenidos. Hoş geldiniz. Merhaba. Willkommen. Also, auch ein ganz herzliches Willkommen von mir. Ich hoffe, jetzt sehe ich hier auch schon die PowerPoint. Ich hoffe, Sie sehen die auch. Ich bin nicht wahnsinnig erfahren im Umgang mit Adobe Connect. Ich hoffe also, dass die Veranstaltung jetzt von technischer Seite gut durchläuft. Wenn nicht, genau, geben Sie einfach Bescheid im Chat. Das hat ja Frau Wessely freundlicherweise gerade schon erklärt. Es soll heute also um zwei neue Übungsgrammatiken im Programm gehen. Das ist einmal die Grammatik mal 4, was wirklich tatsächlich eine ganz neue Übungsgrammatik ist für den Bereich A1, B1 bis B1 und um eine grundlegende Neubearbeitung eines Grammatikklassikers, nämlich Klipp und Klar. Und das Tolle ist an der heutigen Veranstaltung, dass Sie nicht mit Mühe Vorlieb nehmen müssen und der Vorstellung dieser beiden Grammatiken, sondern dass wir eben auch die beiden Autoren da haben, beziehungsweise zwei der insgesamt 4 Autoren, die die Grammatik auch nochmal aus ihrer Perspektive vorstellen werden. Das ist einmal der Autor Lutz Rohrmann, der zusammen mit Sandra Hohmann die Grammatik mal 4 geschrieben hat. Lutz Rohrmann war auch lange Redakteur für Englisch und ist dann nach Brasilien bzw. Bolivien ausgewandert und hat dann angefangen, DAF-Lehrwerke zu schreiben. Und zwar nicht irgendwelche DAF-Lehrwerke, sondern sehr erfolgreiche DAF-Lehrwerke für Langscheid bzw. Klett. Dazu gehört, was Sie sicherlich kennen, nicht nur Berliner Platz, sondern auch Linie 1. Ich freue mich, dass er sich zugeschaltet hat bereits und auch Christian Fandrich. Christian Fandrich hat zusammen mit Ulrike Tallowitz Klipp und Klar geschrieben, die Übungsgrammatik. Die ist 2000 erschienen und jetzt eben auch die Neubearbeitung vorgenommen. Zusammen mit Ulrike Tallowitz hat daneben auch sage und schreibe den Übungswortschatz geschrieben. Und wenn er nicht gerade für Klett Grammatik oder Wortschatz schreibt, ist er Universitätsprofessor an der Uni Leipzig für die Linguistik des Deutschen als Fremdsprache. Und er ist Konrad-Duden-Preisträger. Also Sie haben hier wirklich die geballte Ladung linguistische Kompetenz im Programm. Und man sagt ja immer so floskelhaft, ich hatte das Vergnügen, mit beiden zusammenzuarbeiten als Redakteurin. Es ist in dem Falle tatsächlich ein Vergnügen gewesen, weil bei den beiden Autoren wirklich nicht nur diese fundierte linguistische Kompetenz da ist, sondern auch die didaktische Erfahrung über Jahrzehnte. Und aber auch so ein gesunder Pragmatismus, was einem dann eben die Zusammenarbeit auch erleichtert, wenn nicht auf jedes Detail bestanden wird, sondern man sich eben einigen kann im Sinne der Sache. Also von daher freue ich mich sehr, dass die beiden da sind. Und ich hatte sie gebeten, dass sie sozusagen gegenseitig sich die Vorzüge ihrer Grammatik vorstellen, um das Ganze so ein bisschen kontrovers zu gestalten. Und hatte dann schon so gedacht, naja, das sind beides so angenehme Menschen, ob das wirklich so kontrovers wird, naja. Und es war dann auch so, dass die Rückmeldung, die ich von den beiden bekam, lautete, ich möge das doch bitte nicht Grammatikduell nennen, sondern Grammatikduett. Und so freue ich mich jetzt, Ihnen das Grammatikduett zu präsentieren. Und zwar einmal Christian Fandrich für Klipp und Klar und im Anschluss dann Lutz Rohrmann für die Grammatik mal 4. Die beiden werden Ihnen sagen, was Sie besonders schätzen an Ihrer Grammatik. Ja, ganz herzlichen Dank, Eva Neustadt, und herzlichen Dank dafür, dass Sie sich für das Thema interessieren, für die Grammatiken interessieren. Ich bin genauso gespannt wie alle anderen darauf, was Grammatik mal 4 zu bieten hat. Ich kenne das Buch noch nicht und werde genauso viel lernen darüber, hoffentlich wie Sie alle. Klipp und Klar ist ja manchen vielleicht schon bekannt. Eva Neustadt hat es gerade gesagt, ist in der ersten Version im Jahr 2000 erschienen, ist jetzt fast 21 Jahre alt und es war dringend notwendig. Es hat zwischendrin mal eine Art visuelle Auffrischung gegeben, aber an sich ist die Grammatik seither unverändert gewesen.
Wie wir alle wissen, verändern sich die Nutzerinnenbedürfnisse. Wie wir alle wissen, verändert sich auch der Sprachgebrauch, verändern sich die Themen, verändert sich auch die Perspektive aufs Grammatiklernen. Und wir haben versucht, das Prinzip von klipp und klar beizubehalten, nämlich eine sehr strukturierte, auf jeweils zwei Seiten beschränkte Darstellung von Grammatikthemen. Immer links die Darstellung des Grammatikthemas, rechts Übungen, erste Übungen dazu. Was wir verändert haben, ist, der gesamte Aufbau der Grammatik ist neu durchdacht und zum Teil auch ziemlich neu umgesetzt worden, mit dem Gedanken, dass die Themen leichter auffindbar sein sollen, dass auch die Begrifflichkeiten, die Einstiege neu gemacht werden, um auch die kommunikative Relevanz der jeweiligen Phänomene möglichst auch schon in der Überschrift noch deutlicher zu machen. Was neu ist, ist, dass wir versucht haben, neuere Forschungsthemen oder Themen zur deutschen Sprache, insbesondere Sprachgebrauch in der Mündlichkeit, aber auch Sprachgebrauch in den neuen Medien, jedenfalls ansatzweise auch mit abzubilden und dort, wo wichtige Veränderungen sich abzeichnen, zumindest darauf hinzuweisen, dass es diese Veränderungen gibt. Das können wir gerne nochmal näher bestimmen, nachher nochmal näher zeigen. Und natürlich haben wir versucht, uns auf vielleicht noch stärker als in der ersten Auflage auch auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren, das Ganze noch übersichtlicher zu machen, zum Teil neue und bessere Einstiege zu finden und aktualisierte Themen mit einzubringen. Das ist eigentlich im Kern das, was wir gemacht haben. Beibehalten, wie gesagt, ist das Prinzip, dass es in 99 Kapiteln im Prinzip die gesamte Grammatik der Grundstufe übersichtlich darstellen soll und den Lernenden viele Tipps gibt, viele Hinweise gibt, auch worauf sie achten sollen, was vielleicht wichtig ist, worauf sie ihre Aufmerksamkeit lenken sollen. Und auch bei den Übungen der Versuch, viele rezeptive Übungen, Sensibilisierungsübungen anzubieten, aber eben dann auch einige etwas anspruchsvollere, produktive Übungen, aber auch Partnerübungen. Das ist so im Wesentlichen die Idee von Klipp und Klar. Dankeschön. Dann übergebe ich an Lutz Rohrmann. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf und über die Grammatik ein bisschen sprechen kann. Das Neue an Grammatik mal vier ist, dass wir einen Ansatz mit vier Doppelseiten pro Kapitel gewählt haben, bei dem die ersten zwei Seiten der Präsentation und einer ersten Übung dienen und die zweite Doppelseite dann versucht, die jeweiligen Grammatikphänomene in Texte zu integrieren. Und somit verbinden wir Grammatiktraining, so stark wie das, glaube ich, bisher nicht gemacht worden ist, auch mit Landeskunde, sodass man immer in jedem Kapitel auch ein bisschen über das direkte trockene Training von Grammatik hinauskommt und auch sehr viele Informationen über die deutschsprachigen Länder mittransportiert werden. Was mir an der Grammatik besonders gefällt, ist, dass wir sowohl eben diese Ausstiege immer haben und dann diverse Ausstiege auch in Online-Angebote, also noch zusätzliche Übungen, zusätzliche Sprechübungen, aber auch in den Randspalten. Das werden Sie dann sehen, wenn Sie das Buch zum Blättern vor sich haben, eine ganze Menge zusätzliche Informationen sowohl im Grammatik- als auch im Wortschatzbereich mit anbieten, sodass ich glaube, dass das in einer Form unterhaltsames Grammatiklernen sein kann, ja, wie ich das so bisher nicht kenne. Von der Grundstruktur geht auch Grammatik mal 4 von A1 bis B1 und wir haben uns versucht, auf die Grammatikthemen zu konzentrieren, die wirklich kommunikativ dann auch relevant sind. Vielen Dank den beiden.
Ich würde es jetzt so machen, dass ich Ihnen kurz so einen Einblick in die beiden Grammatiken gebe. Ich werde es jetzt nicht so machen, dass ich die en Detail vorstelle, aber dass Sie zumindest reingucken, weil ich habe in der Umfrage gesehen, ne, also die wenigsten kennen jetzt wirklich beide Grammatiken. Ich glaube, die meisten kennen weder die eine noch die andere, soweit ich das jetzt richtig verfolgt habe. Deshalb gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick. Der Tipp von mir, wenn Sie in den Vollbildmodus gehen, dann erkennen Sie die Ausschnitte aus den Grammatiken besser. Also ich fange an mit klipp und klar als das ältere Werk, also wirklich dem Grammatik-Klassiker. Wie gesagt, diese Aufteilung der 99 Kapitel, also dass man wirklich versucht, in diesen 99 Kapiteln die relevanten Grammatikthemen darzustellen. Und wir haben eben immer dieses Doppelseitenprinzip. Links sind die Erklärungen zu Form und Gebrauch und rechts die Übungen dazu. Also immer pro Thema gibt es eine Doppelseite. Und man steigt immer mit so einer kleinen Situation ein. Das zeige ich Ihnen gleich. Vorher zeige ich Ihnen die Struktur, also das Inhaltsverzeichnis. Das ist, glaube ich, vor allem für die Person spannend, die die ältere Ausgabe klipp und klar kennen. Denn das war manchmal ein bisschen schwierig, die Themen zu finden. Also es ist immer die Frage, ne, wie nenne ich eigentlich ein Grammatikthema? Der Lerner, der vielleicht was sucht, kennt den Fachbegriff in dem Moment nicht. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ihn anzuleiten. Und in der alten Ausgabe war man stärker darauf fokussiert, die Grammatikprogression in den Vordergrund zu rücken. Also das heißt, dass man wirklich so eine Progression von 1 bis 99 hat. Jetzt ist es so, dass wir versuchen, die Grammatikthemen leichter auffindbar zu machen und klarer zu benennen. Beziehungsweise klarer zu benennen, das hört sich auch negativ an, aber eben so zu benennen, wie sich es in den letzten 20 Jahren der Grammatikschreibung auch einfach durchgesetzt hat. Das sind einfach Veränderungen, die es da gab. Also das sieht jetzt so aus. Und wie gesagt, man steigt immer mit so einer Situation ein. Man hat hier eben immer eine kleine Situation mit Foto jetzt, ist keine Zeichnung mehr, sondern das sind Fotos, vielleicht auch angenehmer. Und dazu eben so eine sprachliche Äußerung. Dann gibt es hier die Erklärungen dazu. Und hier rechts wird wirklich das Grammatikthema, was links vorgestellt und erklärt wird, geübt. Also sehr fokussiert auf das grammatische Thema. Wir steigen hier ein. Ich habe jetzt einfach mal die 1 gewählt, damit Sie sehen, wie geht es eigentlich los. Und da gibt es Aussagen und Ja-Nein-Fragen, also ganz einfache Sätze, damit ich sozusagen damit loslegen kann. Wenn Sie dann weitergehen, da habe ich die kausalen Nebensätze mal rausgegriffen, damit Sie auch sehen, was Christian Fandrich eben angesprochen hat, dass wir eben auch auf den moderneren mündlichen Sprachgebrauch eingehen. Also so der Klassiker mit weil, dass eben weil nicht nur, aber vor allem in der mündlichen Sprache eben auch anders als mit der Nebensatzstellung gebraucht wird. Das wird hier zumindest erwähnt, damit die Lernenden eben auch darauf vorbereitet sind, dass sie sowas zu hören bekommen. Ja? Ah, ich habe gerade was gehört, aber das war wahrscheinlich meine Leitung. Okay. Soweit zu klipp und klar. Die Grammatik mal 4, wie gesagt, ist eine komplette Neuentwicklung jetzt von Lutz Rohrmann und Sandra Hovan. Warum heißt die Grammatik mal 4? Es gibt eben 4 wichtige Aspekte. Das ist einmal natürlich, ne, die grammatische Erklärung, das Wissen, dann die Anwendungen in Übungen. Es soll immer in authentischen, in semi-authentischen Texten auch geübt werden. Und dieser landeskundliche, dieser alltagslandeskundliche Ansatz, der eben auch sich durch das ganze Buch zieht. Es ist so, dass jedes Grammatikthema immer mit einem Thema verbunden wird, also mit einem landeskundlichen Thema, sodass man da immer in einem Bereich bleibt und dazu dann verschiedene Textsorten bekommt. Ich zeige Ihnen das gleich. Es gibt immer 4 Seiten, also nicht 2 wie bei klipp und klar, sondern immer 4. Es gibt also 3 Seiten mit Übung. Nach der
linken Seite zur Erklärung und der rechten Seite mit den einfacheren Übungen zu formen, kommt dann eben nochmal komplexere Übungen in Textsorten eingebunden. So sollen eben versucht werden, alle vier Fertigkeiten zu üben. Und wir haben hier eben auch ein breiteres Angebot an Angeboten, ein breiteres Angebot an Übungen, Entschuldigung. Wir haben immer Wiederholungsübungen eingebaut nach den einzelnen Themenblöcken. Wir haben Partnerübungen, die sind online verfügbar. Und wir haben auch Audios. Sie sehen hier das Inhaltsverzeichnis. Wir haben 52 Kapitel. Und Sie sehen, die Blöcke sind auch farblich abgehoben. Ne? Die Grammatik ist bunter, sehen Sie vielleicht auch. Und hier sehen Sie auch im Inhaltsverzeichnis, dass eben immer dem Grammatikthema auch ein inhaltliches Thema zugeordnet ist. Zum Beispiel das Kapitel 1, Verben und Personalpronomen. Ne? Wir steigen hier also auch anders ein. Ist verbunden mit dem Thema Vereine, das heißt auch hier die Übungen auf der ersten Übungsseite sind schon in diesem Kontext und auf der zweiten Doppelseite, also auf Seite 3 und 4, haben Sie dann eben verschiedene Textsorten, wo das grammatische Phänomen geübt wird. Ich gehe noch mal kurz eins zurück, dass Sie eine Vorstellung haben zu den Audioübungen. Also es wird pro Kapitel mindestens eine Audioübung angeboten. Die ist auch im Überklett Augmented bzw. online verfügbar auf der Website. Frau Wesseli, spielen Sie das ein oder soll ich das machen? Verben und Personen. Bitte deaktivieren Sie doch bitte alle einmal Ihre Mikrofone, damit wir das störungsfrei abspielen können. Sonst haben wir ein Echo. Dankeschön. Hören Sie zu und wiederholen Sie die Fragen. Beantworten Sie die Fragen. Hören Sie zuerst das Beispiel. Wie heißen Sie? Ich heiße. Wie heißen Sie? Ich heiße Piotr Nowak. 1. Wie heißen Sie? Ich heiße. Zwei. Wo wohnen Sie? Ich wohne in. Drei. Woher kommen Sie? Ich komme aus. Genau, also damit Sie einen Eindruck haben, wie die Sprechübungen funktionieren, war das eben das erste Beispiel. Genau. Ich zeige Ihnen noch ein zweites Kapitel aus der Grammatik mal 4. Ah nee, vorher, Entschuldigung. Sie sehen hier unten, gut, dass ich es mir rot markiert habe, es gibt eben nicht nur diese Audioübungen, diese Sprechübungen, sondern auch Partnerübungen, die online angeboten werden zu jedem Grammatikthema, also zu jedem Kapitel. Die sehen Sie hier, also ich habe Ihnen das jetzt schon mal praktisch auseinandergeschnitten. Es gibt da immer, kennen Sie wahrscheinlich alle, Partner A, Partner, Partnerin A, Partner, Partnerin B. Das Blatt wird in der Mitte durchgeschnitten und jede Person hat eben ihren Teil, sodass dann ein Dialog entstehen kann und man eben sozusagen immer den Teil des Partners, der Partnerin sieht und auch kontrollieren kann. Also das ist sozusagen dieses breitere Übungsangebot, was wir bei der Grammatik mal 4 haben. Hier zeige ich Ihnen nochmal eine weitere Seite aus der Grammatik mal 4.
Nebensätze Grund, Ziel und Folge, weil Sie könnten sich ja vielleicht fragen, warum brauchen denn die einen 99 Kapitel und die anderen nur 52? Natürlich sind die anders gegliedert, die Grammatikthemen. Und so wie in der Klipp und Klar die Nebensatzkonnektoren eben nach, also nach Funktion gegliedert sind, eben immer ein Kapitel, ein eigenes Kapitel haben, haben wir sie hier zusammengefasst, ne? Also Grund, Ziel und Folge sind zusammengefasst. Sie sehen, hier ist das Thema Wohnungssuche, also damit Sie nochmal so einen Eindruck von diesen landeskundlichen Themen haben. Und dazu gibt es dann eben hier so Website-Texte, in denen dann geübt wird. Diese landeskundlichen Themen sind auch nicht nur deutschlandspezifisch, sondern umfassen eben auch Schweiz und Österreich. Es sind da wirklich so Alltagsthemen, Kultur, Essen und Trinken, Freizeit, solche Sachen, aber auch berufliche Themen, zum Beispiel im medizinischen Bereich oder überhaupt berufliche Themen, sind gut vertreten. Was wir eben auch haben, sind immer pro Block, pro farbiger Block, den ich Ihnen vorhin gezeigt habe, gibt es dann immer am Ende Wiederholungsaufgaben. Das wäre meine kurze Vorstellung der Grammatiken. Wenn Sie noch Fragen haben, also ich habe schon gesehen, wurden teilweise jetzt auch schon Fragen gestellt und auch schon beantwortet von den Autoren. Also wunderbar, dass das so funktioniert. Ich würde dann jetzt sozusagen in den freieren Teil gehen. Ich habe vorhin gesehen, in der Lobby haben Sie ja auch schon Fragen gestellt. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ich hoffe, dass wir möglichst viele davon beantworten können. Aber vielleicht als Einstieg, die Frage hatten wir auch in der Lobby gestellt und die Frage würde ich jetzt auch gerne den Autoren stellen, nämlich an, was ist Ihr Lieblingsgrammatikthema oder vielleicht auch, ne, euer Lieblingskapitel in eurer Grammatik? Was erklärt ihr besonders gerne? Ach, super, danke, Frau Wesseli, für die Einblendung der Umfrage auch. Wir bräuchten einmal noch mal das Mikrofon aktiviert, sonst können wir Sie nicht hören. Danke. Also, Einzelgrammatikthema könnte ich so nicht nennen, aber der Bereich Zeiten von Präsens bis Futur fasziniert mich immer. Das liegt ein bisschen daran, dass ich mal als Anglist angefangen habe und dann 15 Jahre in portugiesischsprachigen Ländern gelebt habe. Und die Unterschiede sind da einfach ja, sehr, sehr spannend. Und das finde ich auch so. Und es ist eins der großen relevanten Grammatikthemen überhaupt oder Grammatikfelder. Und von daher fand ich das immer sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Ja, also mich interessieren ganz viele Grammatikthemen. Es ist immer schwer, da eins auszusuchen. Ich sag mal so, Wortstellung, Satzbestellung, das, was man mit Wortstellung im Deutschen machen kann, was es an festen Regeln gibt, was es aber auch an Möglichkeiten gibt, textuell im Gespräch Dinge zu betonen, hervorzuheben, in den Hintergrund zu schieben, das finde ich ganz spannend, aber sehr komplex. Was mich auch interessiert sehr, ist das Thema Artikelverwendung. Ist kein einfaches Thema, wird aber häufig Materialien zu kurz und zu wenig deutlich erklärt. Und dann habe ich auch noch so ein paar andere Steckenpferde. Wechselpräpositionen wurden hier auch schon genannt oder Konjunktionen, Subjunktionen, deren Bedeutung, deren Verwendungsweisen, auch textuell, auch stilistisch, denn die sind anders als das manchmal dargestellt wird, ja nicht alle immer einfach austauschbar. Auch wenn sie eine ähnliche Bedeutung haben, solche Sachen finde ich auch spannend. Eine ganze Reihe von Dingen. Auch sehr gerne rede ich über das Wort S, ES. Aber unterrichtest du es auch gerne? Ja, sehr gerne. Ja, das mache ich gerne. Ja, also weil ich war auch gerade schon beeindruckt von den Sachen, die im Chat oder in der Umfrage kamen, weil da auch so ein paar, ich sage jetzt mal, undankbare dabei sind. Also zum Beispiel Verben mit Präpositionen finde ich total interessant. Das haben mehrere geschrieben, weil ich immer denke, also ja, wenn ich halt einfach die falsche Präposition, also wenn der Lerner das Verb richtig verwendet hat, er hat es richtig konjugiert, er weiß den Artikel des
Nomens, mit dem er es verwenden will, aber er greift die falsche Präposition, dann wird es halt falsch. Das finde ich interessant. Vielleicht können Sie da noch Tipps in den Chat auch schreiben, warum und wie Sie das gerne unterrichten. Genau, also Zeiten, Präteritum und so weiter. Genau, das, was Lutz Rohrmann gerade gesagt hat, das denke ich auch, dass das sehr interessant ist, auch kontrastiv. Und das kam auch öfter. Ich sehe jetzt auch gerade im Chat. Also ja, es wird auch von anderen gerne gemacht, ja? Ich sage, über die Bedeutung der Tempora, die Verwendung der Tempora, kann man ja auch immer gut streiten. Was, auf jeden Fall. Ist ja auch in der Linguistik gar nicht so unumstritten, welches Tempora, eine der beliebten Fragen in DAD-Auswahlgesprächen ist ja, in so Auswahlgesprächen für Lektorate, wie viele Tempora hat das Deutsche? Und da kann man, je nachdem, welche Grammatik man liest, unterschiedliche Antworten kriegen. Lutz, du wolltest auch noch was sagen? Nein, da gibt es mein schönste Äußerung zum Thema Tempora war eine früher mal eine Ansage der Deutschen Bundesbahn, in der es hieß, der IC 520, die Einfahrt war 17.52 Uhr, ist leider verspätet. Der Zug wird heute auf Gleis 5 einfahren. Daran stimmt fast nicht dramatisch, aber es stimmt ja auch in der Wirklichkeit nichts, weil er ja gar nicht einfährt zum Schluss. Ja, genau, also das mit diesem, die Einfahrt war, genau, das finde ich auch mal sehr interessant, als ob da irgendwas abgeschlossen sei, obwohl der Zug noch nicht zu sehen ist. Das ist wahr. Inwieweit, also gerade solche Feinheiten ist ja die Frage, wir bewegen uns ja mit beiden Grammatiken auf der Niveaustufe A1 bis B1, also was wir immer so als Grundstufe bezeichnen im DAF-Kontext. Inwieweit geht ihr auf diese Feinheiten ein oder findet ihr das wichtig, darauf einzugehen? Naja, man kann ja in so einer Überblicksdarstellung kann man natürlich nicht zu detailliert werden. Dort, wo es sich anbietet, wir haben ja versucht, auch teilweise Hinweise einzubauen in der Marginalie, für Leute, die sich ein bisschen vertieft für was interessieren oder noch besondere Verwendungsweisen vielleicht kennenlernen wollen oder wissen wollen. Ob das eher informell oder formell ist. Aber zu ausführlich ist es leider natürlich in so einem Kontext nicht möglich. Aber gleichzeitig wollen wir auch nicht zu eindeutig oder zu schematisch sein an Stellen, wo der Sprachgebrauch variiert. Und insofern denke ich, da wo es sich machen ließ, auch von den Verlagsvorgaben, man hat ja nicht unendlich viel Platz, man kann ja die Seiten auch nicht zu voll machen. Dort haben wir versucht, nach aller Möglichkeit solche Dinge auf wichtige Verwendungsweisen hinzuweisen, auch auf ein bisschen weniger standardsprachliche, wenn sie denn in der im Sprachgebrauch sehr häufig sind. Das halte ich für wichtig, zumindest rezeptiv dann auch dafür zu sensibilisieren. Ja, das ist in der Grammatik mal 4 ist es ähnlich. Ich denke, die Funktion der Grammatik ist ja, dass Lernende auf einem bestimmten Niveau das Bedürfnis, so ein Plateaugefühl bekommen und das Bedürfnis haben, viele Dinge, die in den Monaten davor auf sie eingeprasselt sind, nochmal in einer anderen Form, in einer systematisierten Form zu wiederholen. Und genau das versuchen wir da. Und solche Verwendungsdinge kommen immer mal wieder vor, aber sehr in Maßen, weil wir eigentlich schon versuchen, eine relativ einfache, behandelbare Linie da zu fahren. Ja, also vielen Dank. Ich habe auch gerade noch gelesen, das kam eben auch schon in der Umfrage und jetzt auch im Chat. Ich glaube, Christian Fanrich hat es auch gerade gesagt, die Partikeln. Oder hast du, ist egal, ich will dir nichts unterstellen, aber die Partikeln sind zum Beispiel ein Thema, also Modalpartikel, ne, jetzt mach halt mal ein bisschen schneller,
Wie geht's dir eigentlich? Wobei ich jetzt gerade gar nicht weiß, ob wie geht's dir eigentlich, ist das eigentlich ein Satzadverb oder ein Modalpartikel? Also es gibt natürlich auch einfach Themen, die wirklich wahnsinnig, also die auch einfach linguistisch umstritten sind und man sich ja tatsächlich immer fragen muss, was davon nützt jetzt dem Lerner? Aber Modalpartikel bzw. die Verwendung von Modalpartikeln ist, glaube ich, bis auf eine ganz hohe Niveaustufe sehr, sehr fehleranfällig. Jetzt ist das genau ein Thema, was wir in der einen Grammatik drin haben und in der anderen nicht als eigenes Thema. Ne? Also wir haben in der Grammatik mal 4, wenn ich mich recht erinnere, kein Kapitel zu den Modalpartikeln. Aber in Klipp und Klar gibt es eins. Inwieweit... Also das ist nämlich auch die Frage, ne, also es kam vorhin auch die Frage, wie konzeptioniert man eigentlich so eine neue Übungsgrammatik? Also was führt zu der Entscheidung, was reinkommt und was nicht? Vielleicht könnt ihr dazu auch nochmal was sagen? Also warum hast du sie für wichtig befunden oder beziehungsweise Ulrike und du, sie aufzunehmen in die Klipp und Klar? Naja, für einen realistischen Sprachgebrauch sind sie eben... schon von Anfang an relevant. Die kommen halt vor. Die kommen halt vor. Und von daher sind sie meiner Ansicht nach, und sie kommen in informeller Sprache, wie wir wissen, noch viel frequenter vor als in sehr formeller Sprache, aber sie sind auch in formellerer Sprache frequent. Und von daher denke ich, ist es zumindest wichtig, dafür zu sensibilisieren. Das war jedenfalls unsere Auffassung. Das Problem bei Modalpartikeln ist, dass man die Bedeutung schwer mit einer Regel oder mit einer einfachen Bedeutungsangabe erklären kann. Man braucht für Modalpartikeln typische Beispiele und die müssen situativ verankert sein. Und das ist sowieso auch ein ganz wichtiges Prinzip. Vieles an Grammatik oder an Sprachmustern, wenn man so will, lernt man ja auch anhand von typischen häufigen Beispielen. Und genau das war im Rahmen des Umfangs natürlich auch ein weiteres Ziel, dass man versucht, Dinge an typischen Beispielen und Situationen zu erklären. Bei den Modalpartikeln ist es ganz besonders wichtig, dass man da die Stimmung, die Färbung, die Emotionen daran verdeutlicht und nicht von vornherein vergleicht, wie klingt der Satz mit und wie klingt der Satz ohne Modalpartikel. Das kann ja ein Lerner, eine Lernerin gar nicht beurteilen, weil das ja eben gerade das Lernziel ist, solche Unterscheidungen erst zu erwerben. Also ja, wir haben es drin, weil wir denken, es ist ein wichtiges Thema von Anfang an, zumindest rezeptiv. Nein, es ist natürlich nicht so, dass wir glauben, dass man die Modalpartikeln schon sicher produktiv beherrschen wird, wenn man B1 erreicht hat. Ja, also vielen also Dank. Also bei mir ist es so, ich habe meine DAF-Karriere begonnen als Redakteur von Sprachbrücke in den 80er Jahren, als die Modalpartikel waren da im Zentrum und wurden mehr oder weniger ab der dritten Unterrichtsstunde mit unterrichtet. Und also meine Erfahrung damals von sowohl Unterricht als auch Präsentationen war eben, dass es, wie Christian Fandrich schon gesagt hat, eben die großen Schwierigkeiten, das zu vermitteln. Und auch meine Erfahrung mit sehr guten Muttersprachlern, die eben bis auf CS1-Niveau da sehr große Schwierigkeiten haben, mit zurechtzukommen. Und daher habe ich mich da entschieden, wir uns entschieden, dass dieses Thema in einer B1-Grundgrammatik so wegzulassen. Weil ich auch denke, die Grammatik soll ja sehr stark auch selbstständig zu bearbeiten sein. Und Modalpartikel sind eine Sache für mich, die braucht Unterricht, die braucht Kommunikation. Aber das sind Einzelentscheidungen, das hätte man genauso gut anders entscheiden können. Also gerade die Sensibilisierung dafür finde ich durchaus eine sehr wichtige Sache. Ja, in dem Lernmittel, das schwerpunktmäßig selbstständig bearbeitet wird, da dachte ich jetzt, ist es weniger wichtig, wenn man auswählen muss. Genau, also natürlich
ist es auch so, dass in der Grammatik mal vier eben dadurch, dass wir ja auch viel Dialoge haben, gerade auf der dritten und vierten Seite, da sind natürlich Modalpartikel drin, ne? Also die werden verwendet. Man hat ja sozusagen versucht, möglichst authentische Sprache zu produzieren. Aber sie werden eben nicht als Thema aufgegriffen. Ein anderes Thema, wo es strittig ist, ist es wirklich Grundstufe oder also geht es noch bei B1, gehört es noch zu B1? Habe ich jetzt auch gerade noch mal im Chat gelesen. Konjunktiv 1. Und das ist zum Beispiel auch was. Ne? Wir haben den Konjunktiv 1 nicht in der Grammatik mal 4. Das zeigt vielleicht auch nochmal wirklich ganz schön die Unterschiede in den beiden Grammatiken. Also die Grammatik mal 4 ist in ihrer Auswahl der Grammatikthemen, sag ich mal, möglichst reduziert. Also hat nur das drin, was man unbedingt braucht als grammatische Basis, hat dann aber ein breiteres Übungsspektrum. Und die Klipp und Klar hat mehr Grammatikthemen, nämlich auch den Konjunktiv 1 und die indirekte Rede drin. Ja, man kann darüber streiten, das ist keine Frage. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man, das kommt auch auf das Lernziel an, ob man den Konjunktiv 1 produktiv braucht. Und auf die Lernerinnen, die man vor sich hat und deren Bedürfnisse für einen, sag ich mal, formeller orientierten, beispielsweise studienorientierten oder in irgendeiner Weise bildungsorientierten Spracherwerb ist der Konjunktiv 1 irgendwann wichtig. Für, sag ich mal, Alltagsdialoge, Reisen und Hobby und informellere Kommunikation ist er weniger wichtig oder vielleicht auch kaum wichtig. Und von daher ist das eben eine Entscheidung, die man trifft. Wir haben ihn aufgenommen, weil wir eben wissen, dass es auch Leute, Lernerinnen gibt, die das zumindest rezeptiv erkennen möchten. Wenn man Zeitungstexte liest, wenn man Radio hört, dann ist er nicht so selten. Wenn man literarische Texte liest, ist er auch nicht so selten. Er ist nicht so selten, wie man manchmal inzwischen denkt. Aber niemand muss das Kapitel lesen. Wer das nicht braucht, der soll es nicht angucken. Es ist ja kein Lehrwerk. Und das ist jetzt auch nochmal ganz generell vielleicht nochmal ein Hinweis. Auch niemand muss die Modalpartikeln behandeln. Sie werden halt angeboten als eine Art Erklärung, Sensibilisierung und niemand ist gezwungen, das zu machen. Natürlich ist es eine Entscheidung, was nimmt man auf, was nimmt man nicht auf. Wenn man was aufnimmt, hat man den Platz dafür verwendet. Aber unsere Entscheidung war eben an der Stelle zumindest kurz das zu zeigen, aber auch darauf hinzuweisen, dass in der indirekten Rede der Konjunktiv 1 in der informellen oder Alltagssprache nicht unbedingt die übliche Form ist. Genau. Also das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass es eben kein Lehrwerk ist, sondern eine Übungsgrammatik. Und das ist ja so, ohnehin kann man sich ja fragen, welche Rolle spielt eigentlich so eine Übungsgrammatik im modernen Fremdsprachenunterricht? Also wann benutze ich die eigentlich und mit welchem Ziel? Ja? Also vielleicht nutzt du dazu auch nochmal, du bist ja auch ein sehr erfahrener Lehrwerksautor, dass du da den Unterschied vielleicht auch nochmal ein bisschen verdeutlichst. Ja, ich wollte gerade sagen, diese Entscheidung zum Konjunktiv 1, da war bei uns stark das Kriterium, ist in den Prüfungen, auf die das ja auch ein bisschen vorbereiten soll, nicht so relevant. Wofür haben wir Platz, wofür haben wir keinen? Das stimmt voll so, dass im Rezeptiven bei Zeitungslektüre klar, aber als aktives Grammatikkapitel wollten wir es deshalb nicht haben. Ja, welche Rolle hat eine Grammatik im Sprachunterricht? Ich komme ja aus der Lehrwerksarbeit und aus guten Gründen arbeiten wir da mit zum Teil sehr fein ziselierten, aufgeteilten Grammatikkapiteln, weil wir sie eben integrieren in kommunikative Kontexte, in Handlungskontexte. Und meistens kommt dann eben aus einem Grammatikbereich kommt nur ein ganz kleiner Teil vor. Und den stellen wir dann auch dar. Dadurch entsteht aber natürlich von diesem Gerüst von Sprache entstehen immer nur einzelne Streben, mal hier, mal da. Und das größere Ganze wird sehr schwer
zu erkennen. Und da gibt es bei vielen Lernenden, keineswegs bei allen, das Bedürfnis nach Übersicht, nach Systematisierung, gerade nach einer gewissen Zeit von Unterricht. Und dafür wollten wir ein Angebot machen, das sowohl zu Hause selbstständig zu bearbeiten ist und gegebenenfalls auch natürlich im Unterricht eingesetzt werden kann zu solchen Wiederholungszwecken. Also es ist nicht, es ist kein Lehrwerk, mit dem ich Grammatik unterrichte, also Grammatik unterrichte im Sinne von einführe, neu einführe, sondern ich gehe davon aus, dass Kontexte bekannt sind und versuche, grammatische Elemente zusammenzuführen, sodass eine Gesamtstruktur. Ich denke auch, dass Grammatiken für Lernende Orientierungsnutzen haben oder dass ihr Zweck auch Orientierung ist im Lernprozess. Wir haben alle nicht die Illusion, dass man eine Regel erklärt und dann kann der Lernende, die Lernende diese Regel sofort anwenden. Das wissen wir, dass das nicht so ist aus der Spracherwerbsforschung. Aber was wir trotzdem wissen und was man auch sehr häufig von Lernenden hört, ist, dass Lernende gerne Orientierung haben, auch mal Orientierung haben, einen Überblick haben, was kommt denn da eigentlich noch, was hängt denn da noch dran, was gibt es denn an Ähnlichkeiten, an Unterschieden, wo kann ich mich noch mal orientieren, ob das, was ich die ganze Zeit sage, eigentlich so üblich ist. Und dafür ist, denke ich, so eine Übungsgrammatik wichtig. Orientierung in der Unzahl an Angeboten und in der auch Kleinschrittigkeit von Lehrwerken zwischendrin mal einen orientierenden Blick in was zu werfen, was einem das relativ einfach vermittelt, visuell auch vermittelt, mit Beispielen vermittelt und ein paar Übungsmöglichkeiten anbietet. Das, denke ich, ist einer der wichtigen Zwecke. Natürlich auch Wiederholung, Festigung, aber Orientierung halte ich für ganz zentral. Selbst bei Dingen, die auf den ersten Blick eben relativ unübersichtlich zu sein scheinen. Aber einfach zu wissen, es gibt bestimmte Prinzipien, es ist nicht völlig chaotisch, es ist auch nicht unendlich, was mich da an Stoff erwartet oder mit welchem Stoff ich es zu tun habe, sondern es gibt ich kann mir einen Überblick verschaffen, ich kann mich orientieren, wo ich eigentlich bin. Ja, das ist auch für Lehrende sicherlich hilfreich, immer mal wieder, man vergisst ja auch vieles wieder, immer mal wieder sich so eine Orientierung holen zu können oder sich inspirieren also lassen zu können von den Erklärungen und Darstellungen in solchen Grammatiken. Bei Grammatik mal 4 noch mit ins Spiel, dann auf jeden Fall. Das war einer der Gründe, also dann Landeskunde mit aufzunehmen, dass wir in diesen Kontexten das nochmal dann wieder zurückbinden wollten. Aber nee, Lutz, gerne. Von der Grammatik ausgehend, nicht vom Handeln per se ausgehend. Wenn wir von Grammatik rückbinden wollten an Inhalte, sodass, und zwar auch zum Teil mit Inhalten, die heute in unseren Lehrwerken, gerade wenn sie berufsorientiert sind, immer weniger eine Rolle spielen, die aber für die Lernenden sehr interessant durchaus sind, da nochmal eine Rückkopplung zu haben an Einbettung im Alltag und Landeskunde auch. Ja, vielen Dank. Ich denke eben auch, dass, also diese Vorstellung, man führt Grammatik ein, erklärt die Regel und dann zack, wird es nicht nur sofort rezeptiv verstanden, sondern auch gleich fehlerfrei produziert. Also das nicht funktioniert, das wissen wir alle. Ein Thema, was mir da immer sofort einfällt bei Grundstufengrammatik, was noch nicht genannt wurde, aber wo auch eine Frage im Chat, also in der Umfrage kam, ist Adjektivdeklination. Also Adjektivdeklination wird allerspätestens auf A2 in den Lehrwerken eingeführt. Und also aus meiner Erfahrung das erste Mal, dass Leute mit dieser unsäglichen, also mit dieser riesigen Tabelle mit bestimmten und unbestimmten Artikel und ohne und mit Adjektiv eben
was anfangen können, ist tatsächlich B2, wenn Sie diese Orientierung suchen. Also das ist eigentlich so der Punkt, wo Sie dann merken, ah ja, also irgendwie gibt es schon Regeln und ich brauche das jetzt mal systematisiert. Das kommt aber in der Regel Ende B1, eher B2 meiner Erfahrung nach. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber es wird eben sehr, sehr früh unterrichtet in den Lehrwerken. Ja, da und ich vielleicht was habt ihr da ja auch noch ein notiert. paar wertvolle Tipps Ach so. und Hinweise oder Ja. Erfahrungen dazu. Ist ja, Also wie die Frage haben aus der Sie, Umfrage ist, wie kann ich man habe mir nur zwei Adjektivdeklinationen am besten Stichworte dazu unterrichten? notiert, nämlich Geduld und Bescheidenheit. Und deshalb kommt es auch früh in den Lehrwerken vor, weil Nee, gerne, gerne. Es macht keinen Sinn, es spät einzuführen. Es macht aber auch keinen Sinn, daran zu glauben, dass mit dieser ersten Einführung das Thema erledigt ist. Das ist auch eben Spracherwerbsforschung zeigt einen Zeitraum von 3, 4 Jahren, je nach Unterricht und Intensität des Sprachkontakts, von der Präsentation des Problems bis dahin, dass es einigermaßen angewendet wird. Ich kenne Menschen, die seit 50 Jahren in Deutschland leben und weit entfernt sind von einer Trefferquote, die nur dem Drittel entspräche, was man als Zufallsdrittel will heißen. Es ist richtig, das früh einzuführen und es ist genauso wichtig, dass man daraus nicht überhöhte Anforderungen an die Lernenden stellt. Und da beantwortet sich auch das mit dem Lieblingskapitel. Adjektivdeklination ist es ganz bestimmt nicht. Sondern da könnte ich gerne drauf verzichten, aber ja. Also ich denke, auch da ist Orientierung die eine Sache und das produktiv immer einigermaßen zu treffen eine andere. Leute, die nur Tabellen mit starker, schwacher und gemischter Deklination sehen, verzweifeln. Und ich habe immer bei vielen Lernenden auch den Aha-Effekt gehabt, dass wenn ich ihnen erklärt habe, dass es überhaupt ein Prinzip gibt, das dahinter steckt, auch wenn man es nicht unbedingt produktiv immer anwenden kann, nämlich dass eigentlich der Artikel im Bestfall die eindeutigste Endung hat und nur wenn der Artikel diese Endung nicht hat, dann eben das Adjektiv diese Endung übernimmt und dass man eigentlich bei Definitartikeln eigentlich bei den Adjektiven sowieso nur E oder EN braucht. Das ist sozusagen 50-50 maximal und das Problem hat man dann auch meistens nur noch im Dativ. Also den Genitiv verwenden. Ja, sozusagen in den ersten Stufen sowieso nicht häufig und der Akkusativ ist vergleichsweise von den Endungen her einfach. Also ich denke, das Prinzip dieser Signalendung hilft allein schon mal zu verstehen, wie das Deutsche in der Nominalgruppe tickt, wenn man dass die Endungen eben die Endungen des Artikels und wenn der diese nicht hat, dann des Adjektivs eigentlich das Signal geben. Und das andere Problem, was die Adjektivendungen ausmacht, ist, dass wir uns natürlich im Deutschen als L1-Sprecherinnen tun wir uns leicht, die Unterschiede zwischen EN, ER, EM und so weiter zu hören. Ja, einem. Das sind aber alles unbetonte, schwache Silben, die teilweise durch Elisionen sowieso fast schwinden. Wir hören aber trotzdem noch den Unterschied. Aber Lernende müssen erstmal sensibilisiert werden, überhaupt, dass diese Endungen eine Relevanz haben. Und ich glaube, diese Kombination macht es aus, warum es produktiv auch dann am Ende sehr lang dauert. Aber ich glaube auch, dass es nichts hilft, das so lange zu verstecken, bis man irgendwie auf B1 angekommen ist. Man kann ja auch die Sprache nicht ohne Adjektive wirklich verwenden. Also kann man, aber wird sehr arm dadurch. Genauso wenig, wie ich was davon halte, das Perfekt bis nach B1 zu verstecken, bloß weil es eben eine Verbklammer aufmacht. Wir können nicht im Präteritum die Vergangenheit besprechen. Also können wir, aber dann wird es ein bisschen sehr fiktional, alles, was wir machen. Darum denke ich, es hat keinen Sinn, das zu verstecken, bis man
denkt, die Lernenden werden das dann produktiv 100% oder 80% hinkriegen. Aber man muss die Erwartungen bei der Produktion der Lernerinnen runterschrauben. Man darf nicht erwarten, dass man auf A2, B1 keine Fehler dabei macht. Das darf dann auch nicht meiner Ansicht nach zu so einer Bewertungshaltung führen, dass sobald das erklärt wurde, alle Endungen stimmen müssen. Ja, genau. Also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, dass nur weil ein Thema eben in der Übungsgrammatik aufgenommen ist, man nicht die Erwartungshaltung hat, dass die Lernenden das korrekt produzieren. Also gar nicht, ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Also weil, ne, das habe ich jetzt auch so ein bisschen im Chat verfolgt mit einem halben Auge. Dann kommt noch eins Augen, hinzu. Also, nur weil wir uns für ein Thema in der Übungsgrammatik entscheiden, heißt das eben noch lange nicht, dass wir die Erwartungshaltung haben, dass die Lernenden das eben fehlerfrei produzieren können auf B1. Ein eminent ästhetisches Thema. Das heißt, man kann Deutsch tatsächlich ohne sprechen, ist aber grauenhaft. Ja. Dennoch ist es relevant, wenn wir von den Stufen ausgehen, A1, A2, da ist es eben in der Kommunikation, sind Fehler in diesem Bereich nicht wirklich relevant und sollten eben, wie Christian Fandrich schon gesagt hat, dann auch möglichst wenig in Bewertungen eingehen. Und im Chat habe ich jetzt gerade, kamen so Vorschläge, wie man Adjektivdeklination trainieren kann. Die sind alle super. Nur das Problem entsteht für die Lernenden ja nicht innerhalb einer Übung. Die ist sogar relativ einfach. Es entsteht dann, wenn die Adjektivdeklination eben außerhalb der Übung in einem kommunikativen Kontext automatisch und richtig benutzt werden sollen. Genau dieser Automatisierungsprozess, der dauert in diesem Fall extrem lange. Und meiner Ansicht nach ist der beste Tipp für die Adjektivdeklination ganz banal ab der ersten Stunde Nomen mit Artikel lernen und darauf als Lehrperson auch sehr hart beharren. Und ohne das geht gar nichts. Ja, weil das jetzt gerade so ein schöner Übergang ist mit der Adjektivdeklination. Also ich hatte nämlich auch noch die Frage vorbereitet, welches Grammatikthema oft nicht gut dargestellt wird in Unterrichtsmaterialien. Und jetzt hoffentlich in der Grammatik mal 4 und in Klipp und Klar eben besser dargestellt. Wollt ihr dazu vielleicht auch noch was sagen? Ich kann gern was sagen, was aus meiner Sicht ein Problem ist in vielen Lehrwerksdarstellungen, ist aber auch eigentlich nicht, ist eigentlich auch schon an verschiedenen Stellen immer wieder mal thematisiert worden, dass es ein Problem ist. Das sind die sogenannten Wechselpräpositionen. Da wird immer so davon ausgegangen, dass wenn ich den Lernerinnen und Lernern erkläre, dass der Dativ mit wo und der Akkusativ mit wohin erfragt werden kann und dass wenn ich eine Frage wo stellen kann und dann, dass dann der Dativ kommt und wenn ich die Frage wohin stelle, dass dann der Akkusativ kommt, dass das eine hilfreiche Erklärung für Lernende ist, die in ihrer eigenen Sprache diese Unterscheidung zwischen wo und wohin gar nicht haben. Ist keine gute Erklärung, jedenfalls erstmal nicht, denn wenn ich aus meiner Ausgangssprache keine Unterscheidung zwischen wo und wohin habe, dann kann ich es in der Zielsprache auch erstmal nicht entscheiden. Auch keine gute Erklärung ist, dass man sagt, alle Bewegungsverben haben wohin oder haben Akkusativ, Wechselpräposition mit Akkusativ und alle statischen Verben haben Präposition plus Dativ. Die eigentlich richtige, das stimmt für manche Verben, aber ich kann genauso gut auf der Straße fahren wie auf die Straße fahren. Die Bewegung an sich ist nicht das Thema. Die Frage ist, überschreite ich sozusagen eine Grenze von A nach B, bewege ich mich von einem Raum in einen anderen oder bleibe ich in einem Raum? Das ist die eigentlich entscheidende Frage und die ist auch unabhängig vom Verb. Manche Verben sozusagen implizieren von ihrer Bedeutung natürlich, dass so eine Grenze überschritten wird, sowas wie Stellen beispielsweise. Aber bei vielen Verben ist es eben erstmal eine Frage der Perspektive. Und von daher
Ist allein die Erklärung mit Ja, wo hat und er wohin sehr oder alleine mit vollständig. Stellen und Stehen, den Unterschied zu erklären, ist zu kurz gegriffen. Lutz, hast du auch noch was? Ja, genau. Also das merkt man eben immer, wenn es die Unterscheidung nicht gibt und man dann eben mit wo und wohin kommt. Man könnte dann genauso fragen, Schnuffi oder Schnaffi, es hilft niemandem. Und also genau, das mit dem Überschreiten einer Grenze habe ich tatsächlich von Christian Fandrich gelernt und erkläre es auch immer so und gebe es auch in jeder Lehrerfortbildung weiter, weil es ist mir noch nie passiert, dass in der Lehrkräftequalifizierung das jemand wusste. Also es wurde immer die maximale Erklärung, die über wo und wohin hinausgeht bei den Wechselpräpositionen, ist dann immer das mit der Bewegung. Und dann hüpfe ich dann immer im Zimmer und dann hüpfe ich in das Zimmer und da sind dann alle Erklärungsversuche leider scheitern dann. Und dann hilft das eben wunderbar mit der Grenze. Und eine Sache, die ich auch von Christian Fandrich gelernt habe, ist, dass also Inversion in DAF-Grammatiken auch nichts zu suchen hat, dass es im Deutschen überhaupt nicht hilft, Sachen mit Inversion zu erklären, ne, weil wir gerade über Stellung geredet haben, sondern dass man eben die Satzklammer hat und man muss die Satzklammer eben sehr früh einführen, wenn man Modalverben, wenn man Perfekt unterrichten möchte oder benutzen möchte, nicht unterrichten, sondern wenn man es verwenden möchte. Und dass man dann eben auch bei der Satzklammer bleibt und das eben damit erklärt und nicht mit einer Inversion, weil das einen eben auf die falsche Fährte führt. Ich sehe, wir sind leider schon sehr weit fortgeschritten. Ich hoffe, ich habe also versucht jetzt so viel wie möglich Fragen aus dem Chat und aus den Umfragen zu holen. Ich hoffe, Sie fühlten sich auch abgeholt und die Fragen einigermaßen gut beantwortet.